Die Tipps und Trends hier bei Allgäu TV, dazu von meiner Seite wieder hallo und herzlich willkommen. Ja, wer kennt das nicht, wenn es beim Autofahren knallt und ein kleiner Stein in der Scheibe gelandet ist? Nur bei einem großen Steinschlag sind oft auch gleich Risse zu sehen. Bei kleinen Steinchen muss man manchmal erst suchen, um den Schaden überhaupt zu finden. Allerdings sollte ein Schaden in der Windschutzscheibe auch immer behoben werden, damit die Scheibe nicht weiter reißt. Schnell und unkompliziert wird Ihnen bei Allgäuer Autoglas geholfen, auch dank des sogenannten Geckos, einer Erfindung des Inhabers Harald Brach. Dieser Steinschlag ist vom Kunden von Allgäuer Autoglas gleich mit einem Pflaster versiegelt worden. Gut, denn so kann Harald Brach gleich mit der Reparatur der Frontscheibe beginnen. Wären Wasser oder Schmutz eingedrungen, müsste das alles erst noch aufwendig gereinigt werden. Ein Steinschlag kann nur repariert werden, wenn er noch nicht nass geworden ist, beziehungsweise wenn er trocken geblieben oder wieder getrocknet ist. Deshalb sollte man bei einem frischen Steinschlag ein Pflaster draufkleben. Die Reparatur selbst übernimmt bei Allgäuer Autoglas eine Erfindung von Harald Brach, der Gecko. 4.500 Stunden Entwicklungszeit sowie 12 Einzelpatente stecken in dem Apparat mit dem ungewöhnlichen Namen. Das hat was mit dem Verfahren zu tun. Gewöhnlicherweise muss man Reparaturgeräte gesondert an der Scheibe befestigen und der Gecko hält sich selbst an der Scheibe fest. Es erzeugt als einziges ein sogenanntes trockenes Vakuum, also ohne störende Flüssigkeiten. Nachdem das Vakuum erzeugt worden ist, wird ohne Vakuumverlust die Reparaturflüssigkeit eingebracht und dann repariert das Gerät von selbst. Der Vorteil des Geckos ist die gleichbleibend höchste Qualität bei der Reparatur. Übrigens, Pflaster für Steinschläge, wie eingangs des Beitrags gezeigt, gibt es bei Allgäuer Autoglas für Kunden gratis. Ja, auch jetzt im Herbst gibt es noch schöne Tage, die man zu tollen Ausflügen nutzen kann. Wie wäre es mal wieder mit einer Tour auf 4 Rädern und einer Menge Spaß und Action? Helmut Baldauf bietet unter dem Namen Helles Quad Tours solche geführten Touren an. Und damit auch Sie ein Bild davon bekommen, waren wir mit der Kamera bei einer dieser Touren dabei. Sicherheitsanweisung von Helmut Helle Baldauf vor der heutigen Ausfahrt mit dem Quad. Zwar darf jeder ab 18 Jahren mit einem Autoführerschein so ein Gerät steuern, ein bisschen anders fühlt sich das Fahren dann aber doch an. Auf dem Quad das Allgäu zu erleben, ist schon irgendwie faszinierend. Auch das macht auf der Straße Spaß, weil einfach, vor allem weil es sehr entspannend ist. Nicht stressig, weil wir eben, wie gesagt, wenig befahrene Straßen fahren oder im Gelände. Einfach, man kann sich aufs Fahren konzentrieren. Und natürlich auch auf den Spaß draußen. Mein Adrenalin hat mich komplett überwältigt. Ich habe das, wie gesagt, vorher noch nie gemacht und ich bin da rumgeflitzt und das ist ein mega geiles Gefühl, wirklich. Das letzte Mal waren wir zum Beispiel in der Kiesgrube, da geht es ja auch voll ab. Und heute waren wir im Wald und über die Wiese, auch mal querfeldein einfach. Das haben wir letztes Mal zum Beispiel nicht gemacht. Das war wirklich, vor allem für das, dass man das nie macht, war es wirklich sofort ein sicheres Gefühl. Hammermäßig, also für mich das erste Mal und vor allem perfektes Wetter erwischt. Und perfekte Leitung, also besser geht's eigentlich gar nicht. Wem das Angebot von Helle im Allgäu nicht reichen sollte, in den Wintermonaten bietet er auch im afrikanischen Namibia Quad-Touren und Jeep-Safaris an. Egal ob in Afrika oder im Allgäu, Touren mit Helle sind auf jeden Fall immer ein Erlebnis. Michael Geier bringt mit seinem Unternehmen Bluttransport Geier unter anderem Blut- oder Gewebeproben schnell von Arztpraxen in Labore zur Untersuchung. Hier geht es um Gesundheit und Leben. Und genau aus diesem Grund müssen die Proben auch schnell und mit großer Sorgfalt transportiert werden. Deshalb geht man, was die Fahrer betrifft, auch keine Kompromisse ein. Und davon profitieren dann nicht nur die Patienten, sondern auch alle, die wichtige Dokumente zu verschicken haben. Ein Termin, der eilt. Patrick Beierhof von Bluttransport Geier auf dem Weg zu einer Allgäuer Hausarztpraxis. Blutproben müssen ins Labor gebracht werden. Eine alltägliche Aufgabe für die Fahrerinnen und Fahrer des Transportspezialisten. Aber auch eine Aufgabe, die mit viel Verantwortung verbunden ist und die zuverlässig erledigt werden muss. Unsere Fahrer müssen jährlich eine Dekra-Schulung abliefern.
Und monatlich müssen sie den Führerschein kontrollieren lassen. Beim ADAC machen wir das Fahrsicherheitstraining. Wir müssen da verschiedene Parcours durchfahren und so testen oder so kann man herausfinden, wie wir auf verschiedene Situationen im Verkehr reagieren können. Ich fahre mit meinem medizinischen Transportunternehmen auch mehrere Sachen, wie zum Beispiel Briefkuvere, also Briefeilpost, sage ich jetzt einmal. Dann fahren wir OP-Besteck, fahren wir dann auch rum. Wasserproben holen wir ab. Wir haben für Landratsamt zum Beispiel öfters einmal Briefe, die zum anderen Landratsamt befördert werden müssen. Oder wie zum Beispiel Gerichtsbriefe haben wir dann auch noch. Egal also, ob wichtige Dokumente von einem Amt zum anderen, Visaanträge zum Flughafen oder wie hier Blutproben von Tier- und Hausarztpraxen zum Labor gefahren werden müssen. Bluttransport Geier ist rund um die Uhr zu erreichen. Wenn also etwas Wichtiges schnell, sicher und zuverlässig transportiert werden muss, bei Bluttransport Geier kennt man sich damit aus. Überall werden jetzt im Herbst die Gärten wieder winterfest gemacht. Falls Sie zum Beispiel beim Schnitt Ihrer Hecke noch Hilfe benötigen, dann können Sie sich gern an den Hausmeisterservice Söllner in Kempten wenden. Denn dort kennt man sich nicht nur mit kleineren Reparaturen am Haus oder mit dem Räumen und Streuen im Winter aus, sondern auch, wie man Gärten und Hecken richtig anlegt, hegt und pflegt. Der Hausmeisterservice Söllner kann auch größer. Dass man sich hier mit den kleineren, das ganze Jahr über anfallenden typischen Aufgaben rund um Haus und Garten auskennt, dürfte klar sein. Aber auch Aufgaben, bei denen ein Bagger benötigt wird, können übernommen werden. Egal ob also Boden für Wartungsarbeiten abgetragen oder ein kranker Baum entfernt werden muss. Bei Söllner hat man das Know-how und das passende Werkzeug, um die Aufgaben professionell und sicher durchzuführen. Aber auch die Pflege und der Schnitt beispielsweise von Thuja-Hecken sind für den Hausmeisterservice fast schon Alltag. Mit dem Auge fürs Detail werden hier die Arbeiten zuverlässig und sauber erledigt. Stichwort Thuja: Bei Söllner werden die Hecken nicht nur geschnitten, sie werden auch angepflanzt. Vom Bestellen der Pflanzen, dem Vorbereiten des Bodens sowie dem Einpflanzen selbst, hier gibt es alles aus einer Hand. Ein Konzept, das auch Kunden überzeugt. So sehr viele Aufgaben hat er schon bei mir. Und jetzt möchte ich einfach das privat sehen, ob er das Know-how hat für das Pflanzen der Hecke. Super, also er kann's definitiv. Das Anpflanzen der Hecke ist noch nicht ganz abgeschlossen. Da wird mit Kunde Michael bereits die nächste Aufgabe besprochen. Für die Familie soll hier ein Pool gebaut werden. Ein weiterer Job, um den sich Robert Söllner und sein Team mit viel Einsatz und Know-how kümmern werden. Jetzt kommt auch wieder die Zeit, in der man es sich im Haus drin wieder gemütlich macht. Mit einer Decke und Tasse Tee auf die Couch kuschelt. Und wenn Sie an Ihrem Zuhause mal wieder etwas verändern möchten, dann können Sie sich gern von den Experten der Raumausstattung Höpfer in Kempten beraten lassen. Hier finden Sie ganz bestimmt was Schönes für Ihre Inneneinrichtung. Raumausstattung Höpfer nahe der Burghalde in Kempten erstrahlt nun in neuem Glanz. Hier erwartet die Besucher ein großes Sortiment an Stoffen, Tapeten, Bodenbelegen und Teppichen, mit denen Höpfer sein Geschäft auch gleich selbst eingerichtet hat. Ich kann dem Kunden ja nur zeigen, was mir auch gefällt. Und wir brauchen ja auch im Laden große Ansichten von unseren Materialien, von unseren Stoffen, von unseren Teppichen. Und auch zum Teil kann man es am besten auch in Großvarianten am besten sehen, so wie unsere Möbel, die im Laden stehen, sind auch alle mit Stoffen aus den Kollektionen gemacht. Kompetente Beratung und Überblick über die Muster erhalten die Kunden aber nicht nur im Laden, sondern auf Wunsch auch bei sich zu Hause. Das Sortiment reicht von modernen Stücken bis hin zu beliebten Designklassikern. Das Team von Höpfer passt alles individuell an die Bedürfnisse der Kunden an. Ganz egal, ob Bodenbelag oder Sonnenschutz. Wir haben eine große Polster- und eine Nähwerkstatt. Wir nähen bei uns im Haus auch alle Vorhänge. Die Polstermöbel werden zu uns ins Haus gebracht. Wir polstern ihnen, wir bespannen, wir machen neue Gurtungen unter die Polsterungen. Unsere Mitarbeiter sind sehr kompetent, sind von uns auch ausgebildet. Passende Inneneinrichtung für ein schönes Zuhause, in dem man sich wirklich wohlfühlen kann. Wer bei Raumausstattung Höpfer danach sucht, ist garantiert an der richtigen Adresse.
Hier bei uns im Allgäu wird Tradition geliebt und gelebt. Man pflegt überliefertes Kulturgut und dessen Werte. Ja, und genau diese Sehnsucht spiegelt sich auch in erfolgreichen Traditionsunternehmen wider. Zu einem dieser Traditionsunternehmen in Kempten gehört auch die Firma Bär. Seit vielen Jahrzehnten der Spezialist in Süddeutschland für Jagdbekleidung, Jagd- und Sportwaffen sowie für Trachtenmoden. Bei Waffenbär in Kempten nahe des Kornhauses findet man eine große Auswahl an hochwertiger Trachtenmode. Egal ob Hose aus Hirschleder und zwiegenähte Schuhe für ihn oder ein edles Dirndl für sie, in dem familiengeführten Traditionsunternehmen findet man immer ein Stück, in dem man sich so richtig wohlfühlen kann. Bei Waffenbär gibt es aber auch alles für den Sportschützen und natürlich auch für die Jagd. Eine immer wichtigere Rolle im Angebot spielen dabei Ferngläser und Wärmebildkameras, insbesondere im Jagdbereich. Von der Gams bis zum Steinbock über den Hirsch und natürlich auch im ornithologischen Bereich. Vogelbeobachtung ist etwas, was ganz, ganz hoch im Kurs steht. Und hierfür brauche ich qualitativ ganz hochwertige Ferngläser, wo wir eine sehr große Auswahl hier haben. Wir haben einen sehr großen Technikeinschlag für die technikaffinen Leute. Wärmebildtechnik zum Beispiel hat im Beobachtungsbereich sehr stark Einzug erhalten. Die CNC-Technik in der Fertigung. Genauso haben wir noch viele Fans der althergebrachten Büchsenmacherkunst, unserer kunsthandwerklichen Arbeit. Ganz wichtig, unsere Werkstatt. Wir können nach wie vor alle Sachen reparieren, restaurieren und alles unter Wünsche erfüllen. Dazu gehören natürlich sämtliche Einstell- und Wartungsarbeiten. Daneben nimmt der Outdoor-Bereich eine wichtige Rolle ein. Und auch hier gilt, wie immer bei Waffenbär, Qualität und Komfort der Produkte stehen an allererster Stelle. Aber natürlich kommt auch das Design nicht zu kurz. Schließlich soll man sich hier so richtig wohlfühlen mit den Produkten von Waffenbär in Kempten. Diese kleine Karte dürfte Ihnen nicht mehr fremd sein, die MyClick-Card. Mit der Karte oder App auf Ihrem Handy erhalten Sie bei allen teilnehmenden Händlern im Allgäu und der Bodenseeregion viele Vorteile. Schnell und unkompliziert. Probieren Sie es doch einfach mal aus und halten Sie nach dem kleinen Zeichen der MyClick-Card Ausschau. Wer nicht online kauft, sondern zu einem Einzelhändler in der Allgäu-Bodensee-Region geht, tut nicht nur was für die lokale Wirtschaft, sondern kann auch in den Genuss vieler Vorteile kommen. Und zwar dann, wenn er die MyClick-Card oder die kostenlose App bei einem der teilnehmenden Unternehmen vorzeigt. Welchen Vorteil man erhält, hängt von dem jeweiligen Unternehmen ab. Bei Geschäften aus dem Modebereich gibt es in der Regel einen Rabatt auf den Einkauf. In Fahrradgeschäften beispielsweise kann sein, dass ab einer bestimmten Summe ein Lichtcheck, eine Wartung oder ein Fahrradhelm gratis mit dabei ist. Einfach mal in den entsprechenden Geschäften nachfragen. Vorteile kann es beispielsweise aber auch beim Friseur geben oder eben auch in einem der vielen leckeren Cafés und Restaurants im Allgäu. Wer die Karte vorzeigt, bekommt ab einem bestimmten Mindestverzehr beispielsweise einen Kaffee oder Espresso umsonst. Andere wiederum bieten ein Eis als Nachtisch an. Auch hier lohnt es sich, sich beim jeweiligen Vorteilspartner zu informieren. Unter der Internetadresse www.myclickcard.de erhalten Sie einen Überblick darüber, bei welchem Händler Sie welchen Vorteil genießen können. Ziel der Karte ist es, den Einzelhandel der Region zu fördern und die Innenstädte zu beleben. Gestartet wurde die Aktion von RSA Radio, Allgäu TV und Radio Galaxy. Und das war's für heute schon wieder von meiner Seite. Gönnen auch Sie sich immer Ihre kleine Auszeit im Alltag und sei es nur mal in Ruhe eine Tasse Tee oder Kaffee oder auch das Schauen eines Magazins oder der Nachrichten hier bei Ihrem Regionalsender. Bis zum nächsten Mal. Machen Sie's gut.